Yo, es ist Fake Rap, ha. Fake Rap, Fake Zeit, Fake House. Yeah, check this out. This is Lars and Roman. Wir sippen auf der Street. Wir sitzen auf der Street. Haben zu viel, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Wir sehen uns auf jeden Fall. Wir starten. Okay, Leute, wir starten. Wir haben hier zwei neue Fake-Häuser. Einmal der Brunnen und einmal der Dschungelwaldbaum irgendwas. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das sein soll. Ja, wow, das Gebüsch. Das ist einfach das Gebüsch. Ihr könnt uns gerne sagen, in welchem Haus ihr gerne leben wollt. Das Problem ist, eine von diesen Hausattrappen hier hat irgendwas mit dieser Riesenkiste zu tun. Ich weiß nicht, was das mit David auf sich hat, aber heute gibt es anscheinend irgendwas damit. Ich weset. Soll ich zuerst machen? Okay. Okay, gut. Willst du bei mir zuerst ins Haus reingehen oder nein, zu dir? Nein, du gehst so schöne Hausbesuche bei mir, bitte. Okay, ich gehe dein Haus besuchen. Ich schau mit dir mal. Ganz normales Haus. Ich muss kurz meine Stimme ölen. La. Okay, fangen Sie bitte an. Hier ist ein Schalter. Oh! Toll. Oh, yeah. Ich glaube, das direkt funktioniert. Lul. Roffelkopter XDXD, oh mein Gott, ich bin fast da reingefallen sogar. Aber soll ich da reinspringen? Tja, wer weiß. Vielleicht gibt es aber auch etwas, was dir dabei hilft, nicht zu sterben, falls du da runterfällst. Ja doch, da ist so ein Ding. Ladies and Gentlemen! Oh nein! Mist, also ich will ja nichts sagen, aber... vorsichtig. Hallo. Was? Vielleicht... findet sich, ich will nicht zu viel verraten, weißt du? Da unten ist Lava, die so schwimmt. Wollen wir Level Dings? Extrem? Hey, da ist gar nichts! Da ist auch nichts! Ich hab auch also nie gesagt, dass da was unten ist. Ist es ein Fake-Gang oder wie? Das hier ist auch ein Fake-Haus. Hallo, bleib hier. Ich kann dich doch nicht sehen, wenn du sagst, bleib hier. Guck mal, wo ich bin. Ja, genau. Guck mal, ich bin der Dings. Der Geist der vergangenen Weihnacht. Guck mal, wo ich jetzt kurz aufblitze, warte. Ja. Yeah. Na, okay. Ach so, ja, okay. Oh mein Gott, diese Schulkerbox ist so gut versteckt, Alter. Das sieht wirklich aus wie so ein Blatt. Ja. Aha, okay. Und jetzt kannst du Dings machen, jetzt machst du PvP-Profi, ganz kurz. So. Batman. Okay, das heißt also, diese Lava. In deinem Fall wohl eher Fatman. Fatman. Lava Man. Oh mein Gott, hier ist ja alles voll mit Lava in diesem Fake-Raum. Brauche ich die anderen Eimer noch? Ja, oder? Was? Achso, heb die einfach mal auf. Kann sein, dass du die noch brauchst. Hier ist ein Schalter. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Drücken Sie bitte nicht die Hebel. Oh mein Gott, das ist einfach so Schadenstränke. Ein Hebel sorgt dafür, dass etwas sich öffnet, sozusagen. Oh, oh, oh. Was ist jetzt hier geöffnet? Wah, Mayo. Wah, wah, wah. Warte mal, der eine Schalter. Warte, sei mal leise, ich hab doch was gehört. Blablabla. Warte, und hier, der hier? Der macht zu. Oh, jetzt ist wieder open. Open door. Was open, geht hier open auf? Irgendwo, wahrscheinlich hinten geht irgendwas auf, oder? Ah! Oh mein Gott. Was ist denn da? Okay, ich verstehe. Muss ich selbst mal gucken, wie das überhaupt nochmal geht. Was? Ah, was? Okay. Oh, da unten ist jetzt was. Nee, doch nicht. Nee, da unten ist nix. Du musst das hat schon was mit dem roten Wollblock zu tun. Das hat schon was mit... Oh mein Gott, der hat was aufgemacht. Oh, der öffnet die Tür, kann es sein? Ja! Stimmt, ich dachte, da kommt noch ein Lauf. Oh mein Gott, ich bin durch. Okay, nice. Hä, da passiert ja gar nichts mehr. Okay, einfach was? Nur Hinweis, so, James Bond Style. Warte. Hä? James Bond? So, und jetzt möchte ich gerne von dir, dass du... Du magst doch schwimmen, oder? Ja. Magst du schwimmen? Ja, schon. Okay, dann möchte ich gerne, dass du so ein paar Runden ziehst, du alter Hecht. Los, spring rein. Einfach mal ein paar Runden. Oh mein Gott! Alter, willkommen in der Muckibude! Hä? Hier ist dein Ebenbild. Was? Alter. Wer ist denn das, Alter? Hier, was sind das für Menschen, gell? Alter, was ist der hier passiert? Der ist richtig breit, verstehst du? Der ist richtig breit, Mann. Okay. Okay, jetzt einfach mal so ein bisschen umgucken, vielleicht ein bisschen mit dem Raum anfreunden vielleicht, eventuell. Oh mein Gott, bin ich erschrocken. Oh mein Gott, okay. Einfach schon ein bisschen eine High Technology. Hier schön auf so einem Laufband laufen. Okay, einfach ein bisschen umschauen, dich mit dem Raum so ein bisschen...
Ah, warte mal, hier kann ich einfach hochgehen. Oh mein Gott. Okay. Ja, aber das ist nicht der richtige Weg. Aha, ich weiß nicht, warum. Ich bin wieder oben. Na gut, okay, ich gebe mir. So ist es da, das verstehe ich nicht. Ja, ergibt keinen Sinn, ne? Doch. Hier kann ich durchgehen. Hier ist ein Bild. Soll ich da durchgehen? Oha, ich weiß es nicht. Geh doch mal durch. Das war so klar, Alter. Das war richtig low. Richtig low. Okay. Ja, aber es gibt ja noch mehr. Diese Tür hier gibt es. Das ist ein Schwein. Das ist ein Schwein mit richtig viel Kacke. Wieso hörst du mir nicht zu? Was? Okay. Mehr. Au! Oh Mann. Aber Mann, hier ist ja alles. Dieses Bild, dem habe ich schon die ganze Zeit vertraut. Der hat mir diesen Blick zugeworfen. So, hey, also, komm doch. Wollen wir zusammen trainieren? Wollen wir zusammen trainieren? Den Blick hat er mir zugeworfen. Okay. Jetzt bist du wieder im Mario-Dings. Hallo, Schweinchen. Komm, ich schmeiß dich mal hier ins Lava. Nein, du darfst das Schwein nicht töten. Was? Darf ich das echt nicht töten? Doch, klar, kannst du töten. Und dann, hey, da drüben ist der Raum der Gewinner, kann das sein? Was habe ich denn hier? Oh mein Gott, du konntest einfach durch die Wände gucken. Warte mal, das ergibt gar keinen Sinn. Oh nein! Aha! Aha! Ein Geheimraum. Hallo, Schweinchen. Oh nein! Hä? Muss ich auf den Sattel? Reit auf dem Schwein. Jeha! Kann das gar nicht darauf reiten, das will gar nicht reiten. Nee, das ist das auch hier? Ein faules Schwein. Das hier ist echt, wo ich gerade bin. Schau dich um. Also es gibt hier Riesentüren, eventuell, gegebenenfalls. Riesentüren. Da ist der. Oh Mist, da ist kein Dings drin. Aha, der Mann hier ist überall einfach Kacke drin. Hallo. In diesen Kisten. Okay. Hier gibt's Riesentüren. Vielleicht kommt da jetzt der. Oh, der Endboss. Wichtige Items. Oh nein. Okay. Öffne die Tür, öffne die Kiste. Okay. Was haben wir? Stick, also daraus kann ich einen Lever bauen, gell? Ja, das würde ich dir auch empfehlen. Aber diesen Lever darfst du jetzt nicht verlieren, wenn du... Daraus kann ich mir keinen Lever bauen, das ist ein Cobblestone Monster Egg. Das ist kein echter Stein. Lul. Ist es gewollt oder ist es aus Versehen? Ich kann mir daraus keinen Lever bauen. Also, das ist, glaube ich, sogar aus Versehen. Aber es ist schon irgendwie so... Warte, dann kriegst du auch kurz einen Clean Stone von so, mir. Ich habe gerade voll geglaubt, so, dass ich daraus eigentlich nichts bauen kann. Ja, eigentlich egal. Ich kann mir kein... Du musst einen Level craften. Aber ich habe nur... Kannst du nicht im Shape Crafting? Und was brauchst du dazu? Digga, ich kann mir keinen Schalter bauen, wenn du mir einen Cleanstone gibst. Ich brauche einen Cobblestone dafür. Ups, sorry, das geht auch mit dem Gib Dings. Dir mir so einen Cleanstone. Oh, du machst mich fertig, du Minecraft. Hier, guck mal, und weißt du, was ich hier mache? Guck mal, siehst du das hier? Das hier mache ich mit deinem Cobblestone. Siehst du das? Das hier mache ich mit deinem Cobblestone. Dieser Mann hat zu viel Geld, Sam. Komm jetzt, mach jetzt das Jump'n'Run. Hier so geil. Ah, nein. Ich mache Speed-Jump'n'Run. Ich bin so kacke in Jump'n'Runs. So. Oh, neuerdings Rekord und so. Was ist das hier? Einfach nur Wasser? Achtung! So, dieses Wasser ist einfach nur so platziert. Okay. Links und rechts gibt es zwei verschiedene. Hier kann man bestimmt nicht langlaufen, oder? Oh, guck mal, man kann da doch eventuell langlaufen. Hebel! Was musst du jetzt machen? Jetzt musst du wahrscheinlich den Hebel... Oh! Oh mein Gott! Löschte. Oh nein, jetzt habe ich den Hebel... Ach so, lol. Aber die andere Tür ist jetzt aufgegangen. Ja, aber jetzt lösch dich schnell. So. Okay. Oh mein Gott, ist das ein Troll, ey. Ich habe dir dieses Mal zu viele Tipps gegeben. Mach die Kiste jetzt auf, du Sack. Du hast es fast geschafft. Ey, Poop-Trophy! Oh nein! Oh lol. Ich bin auf einem Baum gelandet. Du bist jetzt wieder hier oben irgendwo, gell? Warte. Ich bin auf dem Baum. Alter, in diesem Baum ist einfach so Wasser drin, gell? Oh nein. Was muss ich denn hier oben jetzt machen? Das war's. Das war's? Du bist jetzt eine Oberfläche, das war's. Was ist mit der Riesenkiste? Was ist mit der? Keine Ahnung, mach die auf. Da kann ich meine Dings... Hallo, Riesenkiste. Ja, hallo. Ja, gar nichts damit zu tun, aber hallo. Na gut, okay, dann lade ich dich jetzt zu meinem Haus ein. Stell dich gerne hier an diesen Eingang. Ich weiß nicht, ob ich Lust darauf habe. Ach, das wird schon witzig werden. Keine Angst. Komm, doch, gut, dann gehe ich mal in den Spielemodus 0. Der Spielemodus 0. Bewahren Sie. Okay, ganz kurz, ich muss nochmal dazu sagen, ich bin Profi und let's go. Geh jetzt los, komm. Stell dir vor, du bist einfach so
Ich rush das Ding jetzt. Ja, rush das mal. Ich möchte mal sehen, wie du das rushst. Gleich wird er sagen so, hä? Ich verstehe nicht, wie das geht. Ich bin zu dumm dazu. Doch, ich schaff das. Ich rush das Ding. Draußen bist du ja safe schon mal komplett falsch. Bin ich nicht. Was hast du denn da jetzt gerade gedrückt gehabt? Da ist doch gar kein Knopf eigentlich. Doch, da ist ein Hebel. Hier ist ein Ding. Echt? Wo? Hier ist eine Torch. Ach so. Ja, das ist nur eine Fake-Torch. Oh. Aber Lars, pass auf. Ich gebe dir einen Tipp. Komm, nein, du gibst mir keinen. Ich will keinen Tipp. Geh mal nochmal in den Eingang und geh mal richtig ins Haus rein und stell dir mal vor, dass du richtig die Türen öffnest. Okay. Das wusste ich. Ich rush das Ding jetzt hier durch. Willkommen im Wasserfallraum. Hier, wo Träume wahr werden. Nehmen Sie den Wasserfall. In deiner Wohlfühloase. In deiner Wohlfühloase kannst du es dir hier richtig gut machen. Aha. Auf der anderen Seite befindet sich ein Hebel. Ob dieser Hebel aber echt ist oder nicht, das wird Lars erst in ein paar Minuten erwarten. Nachdem Lars erstmal 5 Minuten brauchen wird, um dieses Jump'n'Run zu schaffen. Mann, ich bin brauche viel zu lange. Wetten Sie Geld. Wird es Lars in einer Minute oder in einer Stunde schaffen? Das und vieles mehr sehen wir in einer Stunde. Oh. Opa. Oh. Hast du das? Ja, tut mir leid, ich konnte es dir nicht verkneifen. Du darfst gern weitermachen. Schneebälle? Genau, Schneebälle. Und durch deinen Hebel hat sich jetzt... Ah, die würde ich nicht wegschmeißen. Oh, okay. Ich sehe was. Aha. Es hat sich nämlich tatsächlich etwas geöffnet. Und zwar der klassische Gang hinter dem Wasserfall. Was ist das hier? Hinter dem Zombie ist eine Druckplatte. Aha. Genau. Willkommen hier im Ventilatorenraum. Jetzt pass auf. Genau. Du spawnst jetzt dadurch einen Zombie und einen Villager. Der Zombie will die ganze Zeit den Villager essen und du musst versuchen, mit deinen Schneebällen den Zombie so weit nach hinten zu schlagen, Alter, dass er auf die Druckplatte geht. Das geht doch gar nicht. Vielleicht kann ich den Villager nicht... Alter... Du kannst den Villager auch ein bisschen weiter nach hinten machen, aber der läuft dann auch wieder nach vorn. Oh, ja. Der Zombie ist gerade von der... Du musst zurück. Nein. Du musst, währenddessen du nach vorne läufst, die ganze Zeit den Zombie abwerfen. Warte mal, ich mach mal hier Spawn. Du kannst Point. Es schaffen. Du musst ihn die ganze Zeit abwerfen, um die Ecke, dass er die ganze Zeit auf der Druckplatte hinten ist. So, du musst... Lauf einfach vorwärts und wirf wie ein Verrückter. Okay, die ganze Zeit vorwärts laufen und die ganze Zeit den Zombie abschmeißen. Oh, nicht ganz. Aber das war gut. Du musst auf jeden Fall einmal es hinbekommen, dass der die Ventilatoren ausmacht und dann musst du durchlaufen und ihn die ganze Zeit auf der Pressure Plate halten. So. Ja. Ich verstehe das schon. Aber es ist ultra. Oh. Okay. Nein! Oh mein Gott, aber man kann auch so durchlaufen. Ich hab's geschafft, ich bin der Beste. Was willst du jetzt? Du musst blödes. Du hast ihn nicht einmal getroffen. Weil du so klein bist irgendwie. Leute, woher hast du ein Zombie-Spawn-Egg? Das war hier oben drin. War das da oben drin? Achso. So, okay, weiter geht's. Okay, dann geht's weiter. Jetzt musst du hier runtergehen. Das war jetzt mehr Glück als Verstand. Und willkommen im Badezimmer. Das Klo wird durch die. Was? Wird die Erleuchtung bringen? Such das Klo. Und jetzt sitzt du auf dem Klo und jetzt guck doch mal geradeaus. Zum Spiegel. Siehst du den Spiegel? Der Spiegel, Mann, der Spiegel. Ja, da steht, schau nach oben. Ja. Ja, und jetzt schaue ich nach oben und dann steht da, schau nach links. Ach, lol. Was steht da? Ich kann es nicht sehen. Stell dich aufs Klo drauf. Hinter dem Vorhang befindet sich ein Geheimgang. Hinter dem Vorhang? Wo ist denn hier ein Vorhang? Da steht so ein Vorhang einfach so herum. Siehst du den? Und ja, aber wo? Ja, du musst den erstmal öffnen, den Vorhang. Oh, natürlich. Sorry, habe ich ganz vergessen, dass du musst, du musst den Vorhang öffnen. Jetzt lauf durch den Vorhang. Ah, nee, du musst schon hinter den Vorhang gehen. So, jetzt musst du... Oh, lol! Was? Hinter Vorhang war die Erleuchtung. Hä, ist ja übel geil. So. Okay, aber hier ist locker irgendwo eine Fake-Tür. Oh, lol, okay. Sehr schlau. So,
Jetzt kommst du hier zu einem ganz speziellen Raum. Und Spaß zwar mich. Der Raum der Farmheit, wo Sachen gefarmt werden. Genau, dort, oh, was nein. du gerade gesehen hast, muss jetzt ein richtiger Farmer sein. Ah, ist das guck mal. Buonasera, buonasera. Ich habe hier eine Angel, soll ich bestimmt craften. Oh, yeah, eine Angel. Fishing Rod. Vielleicht kannst du dir selber so ein bisschen erahnen, was du hier machen musst. Du hast nämlich hier nochmal einen Hinweis. Ha? Hier. Schweine sind kleiner als du. Das ist ein guter Tipp, oder? Schweine sind kleiner als du. Yeah! Guck mal, du hast hier noch eine Kiste in diesem Raum, die du noch nicht abgecheckt hast. Die gibt dir auch nochmal einen Hinweis. Ah ja, checkt es. Ja, okay. Ah, und wahrscheinlich muss ich dann hier so durchreiten. Exactamente de Pepino. Ja, das stimmt. Du musst aber jetzt noch... Okay, also, aber jetzt muss ich erstmal das Schweinchen... Du musst dir halt erstmal eine... Freund machen. Kennst du Carrot on a Steak? Ja, aber klar kenne ich das, aber ich weiß nicht, wie man es craftet, glaube ich. Das geht eigentlich ganz einfach. Du musst einfach nur die Angel mit einer Karotte verbinden. So, und dann kann ich hast du das Schweinchen gefüttert? So. Ah, hab's. Yeah! Okay, und jetzt musst du mit deinem kleinen Kumpel Richtung... Hallo! Hat er gerade hingekackt. Hat er da gerade gekergelt? Ach, dieses Schweinchen. So. Oh, jetzt hast du wieder ein bisschen Kacke auf dem Rücken. Genau so kannst du jetzt Richtung Sieg reiten. Yeeha! Yeeha! Howdy, Partner. Howdy. Oh, lol. Da rennt er. Das ist richtig cool. Yeah! Hab ich's geschafft? Jetzt musst du hier nur noch deine Trophäe finden. Aha! Deine Kacke-Trophäe. Ja, das war's. Herzlichen Glückwunsch. Das ist es gewesen. Oh mein Gott, das war cool. Also das mit dem Schwein-Dings am Ende, das war lustig. Das war wirklich lustig. Meine werten Damen und Herren, das war Fakehäuser wieder für heute. Wir hoffen auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao.